Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von XCOM Enemy Within. Wir befinden uns gerade dabei, gerade in einer Ratsmitgliedsmission, um Tsang hier zu befreien. Unseren asiatischen Freund, der uns die Kriegsbeute aus seiner, von seiner Triade her abgeben möchte. Finde ich gut. So, was ich nicht gut finde, ist, dass unser Medic da vorne rumsteht und ein leeres Gewehr hat. Bei dir ist das ähnlich ungünstig. Hier bin ich aber ganz gerne dafür, dass ihr einfach mal Overwatch macht. Overwatch, Overwatch, Overwatch. Wäre ganz schön, wenn wir nämlich jetzt bereit wären, den Feind entgegenzutreten. Ja, und du gehst auch mal in Overwatch. Hast ja auch noch genug Munition. Und... ich bin ganz froh, dass ich das gemacht habe. Das macht mich noch viel fröhlicher, dass unsere Schüsse treffen. Das ist echt super. Wow. Oh, das wird nichts. Ja, das hat man gesehen. Die hat viel zu hoch gezielt. Na gut, aber wir haben eine gute Chance, den Feind jetzt zurückzuschlagen. So, benutzen wir doch mal schwere Maschinengewehr. 77%. Den Sauger hier, diesen Tentakel. Freak, den Seeker auszuschalten. Hat geklappt. 32% nur. Aber wir könnten ihn fluschen. Komm, flusch ihn mal. Ja, das war leider nix. Auch zu einfach oder so. Overwatch, weil du kannst von da eh nichts machen. Overwatch. Wenn der Feind nicht nah genug herankommt, könnt ihr eh nichts treffen. Hier gehen wir auch nochmal in Overwatch. Jetzt hast du endlich nachgeladen. Du hältst den Kopf unten. Jawohl. Zwei Schuss. Einer könnte treffen. Vielleicht. Nein. Ja. Sehr schön. Schon ein bisschen stolz auf die Truppe. Auch wenn sich manchmal ziemlich dumm anstellt hier, da lade ich jetzt besser mal überall nach. Das kann ja nicht noch eine Welle kommen, das wäre echt unfair. Aber selbst wenn, die würden hier ranrauschen. Was? Der schießt? Der sieht? Oh, das müssen wir ändern. Dass er sieht und wir nicht. Machen wir mal hier erstmal das komplette Ding weg. So. Wie unfair, wir sehen immer noch nichts. Ich gehe nicht vorwärts. Das können die mal schön knicken. Reicht schon, dass unser Scout so exponiert da vorne rumhockt. Da einer rumläuft und Ärger macht. Just received some intel that hostiles are advancing on your location. Ready up. Ach, Nachschub. Sehr schön. Ach man. Ah, das habe ich mir schon gedacht, dass da jetzt wieder nichts passiert. Gut, okay. Welche Möglichkeiten haben wir? Das Alien haben wir jetzt gerade da. Den Insektoiden haben wir gerade etwas rausgelockt. Könnten wir jetzt selbst beschießen? Das wäre vielleicht gar nicht verkehrt. Mach das mal. Ah, okay. Das heißt, von der Seite haben wir jetzt erstmal keine Probleme. Scharfschütze, räum doch mal bitte den dünnen Mann da weg. Könnte funktionieren. Ich hätte aber besser erstmal eine Granate geworfen. Das mache ich jetzt auch. Genau. Ihr habt ja ein paar Granaten mitgebracht. Ihr könnt jetzt hier einfach mal den Steine und die Grabsteine vor allem wegsprengen. Etwas Glück.
Ah, sehr schön. War nicht ganz so nah, wie ich es hätte mir träumen lassen, aber okay. Jetzt haben wir zweimal die Chance, das Alien zu erschießen. Wir haben einmal die Chance, dieses Alien zu erschießen. Ja, behalt deinen Kopf einfach unten. Schön zwischen den Knien. Oh, wir haben noch eine Chance, ihn zu erschießen. Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Puh, wir haben echt Glück. So, du hältst die Augen offen. Wir wissen, dass da hinten jemand gelandet ist. Es wäre ganz schön, wenn wir ihn anschießen könnten, während er hier versucht, uns zu treffen. Okay, das geht. Das kann ich euch durchgehen lassen. 12% ist nix. Ja, du darfst auf jeden Fall nachladen. Du kannst eh nichts anderes machen. Der Medic darf nach vorne scouten, damit wir den da sehen. Besser sehen. Und zur Not könnt ihr ihn auch noch ein bisschen anschießen. Dass nicht mehr allzu viel übrig ist von ihm. Ah, ja, das war gut. Die sehen immer noch nichts. Ach, wirklich? Nur mit 12%, das ist viel zu wenig. Ja, würde sagen, Rückzug für dich. Ah, jetzt stell dich nicht so an, das ist nur ein bisschen Säure. Kribbelt in den Atemwegen. Das ist alles gar nicht so schlimm. Du tust dir einfach gar keinen Gefallen, wenn du da so rumjammerst. Da halten wir alle dich für weich. Dich an die Grenze schieben, damit er ein neues Ziel hat. Ah, 19% ist jetzt auch nicht besser. Ja, gut. Ich hätte vielleicht niederhalten machen sollen. Da brauchst du nicht so gut zu schießen. Oha! Er läuft voll ins Feuer. Macht aber keinen Unterschied, weil wir nicht treffen. 50% und wir verfehlen schon wieder um Meilen. Und jetzt geht dafür unser Medic drauf. Ach, wirklich. Ihr macht mich fertig, Leute. So, jetzt 43%. Versuch dein Bestes. Ja, Treffer. Gott sei Dank hast du getroffen. So, dich schicken wir nach vorne. Vielleicht triffst du endlich mal. Oh, lad nach. Hast jetzt eh nichts anderes zu tun. Du gehst hier vorne hin, hältst die Stellung. Ja, du kannst ruhig da hocken bleiben, das ist alles nicht so tragisch. Ich könnte mir tatsächlich mal nach vorne bewegen. Es geht hauptsächlich darum, dass du überlebst, nicht dass die anderen überleben. Klingt irgendwie falsch. Ja gut, das ist Berufsrisiko. Egal. Scout muss scouten und versuch mal in die Nähe von unserem Doktor zu kommen. Ja, unser Doktor hat echt Bewegungsradius. Machen wir anders. Du. Nee, du zuerst. Du bewegst dich hier vorne an dieses Mäuerchen. So, kannst du drüber linsen. Hoffen, dass da kein Feind kommt. Deckung halten. Du bewegst dich... Am besten gar nicht. Das macht er. Ein bisschen risikoreich. Und risikoreich gefällt mir im Moment gar nicht. Also, du gehst doch dahin. Stell dich nicht so an. Es ist nur ein bisschen Säure in der Lunge. Wirklich. Arm. Ganz arm ist das. Was haben? Da ist er. Medikus. So, schön mit Drogen vollpumpen.
Calma, soldado. Ah. Säure neutralisiert, er läuft jetzt wieder. Ich setze mich hinter den großen Stein. Augen offen halten. Kopf runter, abwarten. Augen offen halten und den Medic beschützen. Ja, Augen offen halten. Ich habe nämlich recht viel Gebiet momentan aufgemacht. Bin noch recht weit nach vorne gelaufen. Da kommt wieder irgendwas. Vermute ich. So viel dazu, dass dem Vermuten hat nicht ganz geklappt. Bin ich eigentlich auch ganz froh drum. So, du hältst da den Punkt. Du lädst nach, du hast ja Zeit. Du hältst die Stellung. Okay, heil dich selbst. Immer so schwierig, einen guten Medic zu kriegen. Ich glaube, du kriegst das nächste Mal eine größere Waffe. Damit du auch ein bisschen Aua austeilen kannst. Und wir sondieren wieder ein bisschen was an der Front. Ich hoffe, wir können, was kommt, auch immer gleich erschießen. Heads up, Commander. We've got an intermittent contact. It's something different from the others. Oh nein. Oh nein. Na super, wir haben Oh nein 1 und 2 entdeckt. So, du bleibst da und schießt dieses Ding auseinander. Du hast ein Ziel. Sehr gut. Bitte. Ein Glück. Den Feind im Rücken zu haben, ist sowas von nicht schön. Medic. Beweg dich dahin. Ich hoffe, wir können dieses den Chrysaliden aufhalten. Und alle schön bleiben, wo ihr seid. Wir haben Zeit, wir müssen keinen Meldcontainer erreichen. Wir können fröhlich auf dieses blöde Mistvieh ballern. Wer es tötet, kriegt einen Tag frei. Ah, Motivation ist da. Du dann nur an Fähigkeiten mangelst. Jetzt hat jeder mal. Außer unser Sniper, der hat ja ein anderes Ziel gehabt. Unser Sniper hat seinen Job gemacht. Was wir von den anderen jetzt erstmal noch nicht sagen können. Medic, versteck dich doch mal kurz hier hinten und lad nach. 100% Treffer, also weg damit. Kriegst einen Tag frei. Kannst dich richtig glücklich schätzen und gleich nachladen. Overwatch. Deckung. Oh. Wir können noch mehr Leute in Overwatch schicken. Das ist gut. Vielleicht kommt ja gleich die nächste Welle. Mit dem System hier noch zuzutrauen. Okay. Vorrücken. Overwatch. Hier hinten. Die schicke ich jetzt in die Kampfposition. Wir brauchen das große Gewehr wahrscheinlich demnächst wirklich da vorne. Du bleibst hinten, auch wenn du nicht mehr heilen kannst, aber am Leben bleiben solltest du trotzdem. Ja, hier warten wir erstmal ab, was das Ergebnis mit dem da ist. Hätte wieder ein neues Gebiet aufgetan. Kommt jetzt noch ein Alien oder nicht? Nein. So, dann können wir hier wieder vorrücken. Ja, du bleibst, das ist klar. Könnte ich da hinsetzen? Das wäre vielleicht gar nicht verkehrt. Von da aus kannst du bestimmt in alle Richtungen ganz gut wirken.
Und hier warten wir auch erstmal nochmal ab. Ich bin unglaublich feige im Moment, aber das ist... Manchmal ist das ziemlich nötig bei dem Spiel. Ich hoffe, wir kommen halbwegs vernünftig durch. Und du bleibst hier hinten nochmal hocken. Kein Risiko eingehen. Alles im Griff, das ist gut. Sehr schön. Okay, hat sich immer noch keiner sehen lassen. Ich bezweifle, dass es so bleiben wird. Oh, ich glaube, hier warten wir noch eine Runde ab. Eine geht noch. Und dich im Eilmarsch. Ich würde sagen, hier hinter den Steinen. Gut, dann bleiben wir da und laden nach. Der Rest wird jetzt erstmal Feuerschutz geben. Oh, auch noch du. Und dich bewegen wir hier hinter die Mäuer, das Mäuerchen, damit du auch ordentlich Schutz hast. Kopf runter. Okay. Ein bisschen irritiert, es ist also noch nichts passiert. Nicht, dass ich mich beschweren will, aber bin doch ein bisschen beunruhigt. So lange ruhig bin ich jetzt nicht gewohnt. Ja, du bleibst mal hier hinten. Kopf runter. Overwatch. Overwatch. Und von dir auf jeden Fall Overwatch. Du hast die beste Position, um alles an Feinden niederzumähen. Dich können wir hier nach vorne schieben. Passiert einfach nichts. Andando. Ja. Ihr wisst schon, ich bin ein bisschen feige hier. Alles gut, wir brauchen nicht zu viel nach vorne zu laufen. Vorne gehen ist viel zu gefährlich, wir bleiben hier. Und so endet die Geschichte um die Verteidigung der Menschheit. Ich schiebe mir vorne an die Mauer. Jetzt musst du einfach nur mithelfen. Ich vermute, dass gleich der Mutone landen wird. Und da möchte ich doch genug Feuerkraft da vorne zur Unterstützung haben. Du, Kopf runter. Wir wollen nicht, dass du irgendwie gesehen wirst. Opposition is headed towards you. Repeat. Hostiles approaching your position. Oh, alle fünf schießen. Und da ist noch ein blöder Sektoide. Und der steht in der Flanke und ist feuerbereit. Es kann nicht schlechter laufen. Ich kann Chen jetzt zum Beispiel Zhang jetzt einfach nicht weglaufen lassen. Okay. Ja, ich habe mir gewusst, dass er noch in Overwatch sitzt. Ach, Glück gehabt. Es ging aber hauptsächlich darum, dass er gesehen wird. Kann ich wenigstens auf ihn wirken? So viel zur Theorie und Praxis. Und außerdem kann Zhanglan weglaufen. Der muss sich dann nicht fürchten, dass er erschossen wird, weil Overwatch ist jetzt aufgehoben. Dead and gone. Ja, sauber. Nachladen für dich. Overwatch für dich. Nachladen für dich. Wir wollen ja sicher sein, dass wir auch genug Munition haben, wenn denn wirklich ein Mutone kommt. Alles gut. Ich weiß nicht, ob ich dich nach vorne ziehen soll. Medic mit einer kleinen Waffe. Na gut, es muss sein. Ich hätte gern so viel Feuerkraft wie möglich an dieser Position.
Ich fürchte ja immer noch, dass der Mutone kommt. Oder zwei, oder drei. Nichts. Das ist extrem merkwürdig. Alles gut. Ja. Laden wir nochmal durch. Warten auf den Feind. Du brauchst jetzt wirklich nicht nach vorne zu gehen. Hier könnten wir aber da diese Position nochmal absichern. Dass wenn da was kommt, hier in beide Richtungen um die, durch dieses Tor schauen. Und du Kopf runter. Alles klar, wir schicken Chen nach vorne. Wo ist er? Da ist er. Wo schicken wir dich hin? Vielleicht muss er ja nach vorne, um dann den nächsten Angriff auszulösen. Ja, komm. Versuch dich mal, Dotter. Jetzt wird er erschossen. Und ihr geht alle in Overwatch. Freut euch drauf, dass der Feind noch nicht da ist. Und wenn er kommt, konzentriert schießen, bitte. Mehr will ich gar nicht von euch. Nichts. Ich werde jetzt auch nicht durchstarten. Ich werde jetzt hier versuchen, den Bereich aufzudecken. Vielleicht kann ich nämlich mit Chen durchstarten. So, ab hier hinter diesen Monolith. Vielleicht kannst du nächste Runde wirklich durchstarten. Wir setzen dich jetzt hier hinter die Doppelmauer, weil du da wenigstens in beide Richtungen geschützt bist, wenn jetzt was landen sollte. Alles klar, weg mit dir. Kein Mutone. Da haben sie ein bisschen an dem Design von den Levels rumgefummelt und gefuhrwerkt. Funny, that my life should take such an unexpected path. Turning my back on old friends to defeat a common enemy. The device and our contact are secure. Get back to HQ for debriefing. Gut, aber dafür war ja auch dieser Chrysalid da gewesen als neuer unbekannter Feind. Naja, unbekannt ist übertrieben, wir haben ihn ja schon mal gesehen in seinen Terrorangriffen. Aber so an sich ist er ja noch nicht so ganz bekannt für uns. Und ich muss sagen, wir waren recht erfolgreich. Also ohne Verluste hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir durchkommen. Ein bisschen verletzt hier, ein bisschen verletzt da. Unser Medic hat ordentlich Arbeit geleistet. Und der Einzige, der befördert wird, ist natürlich, wie soll es anders sein, der Scout, der immer so viel eingesteckt hat. Okay, du kannst Flaschen mit extra Ammo jemanden aus der Reserve schießen. Blitzschnelle Reflexe. Okay. Gepäckmeister oder Nahkampfspezialist oder taktischer Sinn. Für dich ist taktischer Sinn das Beste, weil du bist schließlich Scout. Du gehst immer nach vorne in die Front. Das ist ganz gut, wenn du dann nicht erwischt wirst. Und du bist wieder einer, der einen Namen kriegen kann. Das ist auch schon wieder sehr, sehr erfreulich. Gut, Beute, zwei Sektoiden, dünne Männer, Chrysalid, Delirium und ein paar Sucher und so weiter. Also ist alles nicht so spannend. So, grüßen wir noch unsere Neuankömmlinge? Nein? Ah, geht also doch. Er hat nur noch einen Wissenschaftler gekriegt. Das ist egal, oder wie? Egal! Das ist es wirklich. So, Mission ist durch.
Folge auch. Wir sehen uns in der nächsten. Bis dahin, gute Nacht da draußen, was immer ihr sein mögt.